Er hat die Talente vieler Kollegen entdeckt und gefördert. Einer von ihnen, Frank Behringer, wird jetzt in seine Fußstapfen treten. Danke, Thomas Bethke. Ich finde, dass angesichts dessen, dass wir hier mit einem Kriminalfall zu tun haben, der einmalig in der deutschen Kriminalgeschichte ist, es natürlich eine tolle Sache ist, wenn dieser Fall auch filmisch quasi aufgearbeitet wird. Insofern bin ich sehr angetan davon, dass dieser Film gedreht wird. Einerseits beruht die Geschichte auf authentischen Momenten, realen Momenten. Auf der anderen Seite ist es die Geschichte einer Familie, die so schwer getroffen ist von dem, was passiert und die so durch schwere Zeiten gehen, dass man dieser Familie natürlich gerecht werden will. Ein Glück bist du Polizeichef. Du wirst dich schon finden. Ich bin nur leider hier in Hamburg Polizeichef, weißt du? Und in dem Fall sind die Kollegen in Wesenburg zuständig. Sie ist deine Schwester. Es geht ja nicht darum, ein Dokudrama zu machen und eine Geschichte nachzuerzählen, so wie sie sich ereignet hat. Das hat viele Gründe, vor allem dramaturgische, es hat auch rechtliche Gründe zum Teil. Man will es übersetzen in etwas Fiktionales. Und diese Gratwanderung zwischen dem einen und dem anderen, der Fiktion und der Realität, das ist extrem schwierig gewesen. Manchmal habe ich gesagt, ich möchte nicht Herr Kolditz sein, weil das eine ganz schön schwierige Aufgabe sein dürfte. Ein Drehbuch zu schreiben auf der Basis eines realen Falles. Randers Anwältin hat sich gemeldet. Er will sie sprechen. Er sagt, er hat Informationen. Worüber will er sprechen? Über ihre Schwester. Ich habe ihm Fragen gestellt. Er hat mir Antworten auf die Fragen gegeben. Oder er hat Dinge im Drehbuch gelesen, die er bestätigt hatte oder die er nicht bestätigen konnte. Und darüber mussten wir uns dann auseinandersetzen. Ich kann mich ja auch nicht ganz frei machen oder konnte mich nicht ganz frei machen von den Fakten. Es ist eine fiktionale Figur, frei nach ihm. Und es ist eine Geschichte, die sich an bestimmten Momenten orientiert, aber dann ihren eigenen Weg findet. Meine Familie erwartet, dass die Polizei das... Dass ich. Dass Sie mehr tun sollten? Richtig, ja. Und was antworten Sie Ihrer Familie, wenn die nachfragen? Schweige. Ich verschweige, was ist oder nicht ist. Sie wollen Ihre Familie schützen? Das reale Geschehen in der Kriminalistik ist ja nicht immer spannend. Also ich sag mal, wenn man einen Film drehen würde, wo nur die kriminalistische Arbeit gezeigt wird, ich glaube, da schlafen die Zuschauer ein. Und das ist eine große Herausforderung, wenn man das jetzt hier überträgt, 30 Jahre zu erzählen, in denen Menschen altern, in denen eine ganze Reihe von Opfern eine Rolle spielen, denen allen gerecht zu werden. Diese Thematik, nämlich dass ein Verbrechen in der Regel auch immer viele Mitbetroffene hat, die ist den meisten Menschen überhaupt nicht geläufig. Also insofern ist das, finde ich, auch ganz gut, dass man nicht nur den Fall und die Aufklärung und die ganzen Komplikationen und die Schwierigkeiten, die es in der Realität gegeben hat, das alles aufzuklären abbildet, sondern eben auch, was macht das eigentlich mit Familie, was macht das mit den Mitbetroffenen. Und das ist, finde ich, kommt hier gut zum Tragen. Und wenn die Leute nur sehen, dass ich nichts mit ihrem Verschwinden zu tun habe. Das ist doch Wahnsinn. Du bist Lehrerin, ich bin Unternehmer, ich verliere Aufträge, wenn es heißt, ich hätte meine Frau umgebracht. Meine Firma geht kaputt. Sag mal. Was hat denn deine Firma damit zu tun? Oma, Thomas und Robert haben recht. Ich will nicht mehr nur warten. Ich gehe in diese Fernsehsendung. Sie ist 40 Jahre alt. Sie ist meine einzige Tochter.